So, guten Morgen auch in diese Kamera. Also, ich bin heute ein bisschen später dran, weil mir jetzt gar nicht so gut. Ich hab echt ganz schlecht gepennt. Mir das Ding hier über den Kopf gezogen, so ja, beim Schlafen. Jetzt ist es 10 Uhr. Ich bin heute später dann noch hier, auf alle Fälle, weil ich ja diesen Auftrag noch muss. Lieferungen bekomme ich ja auch. Aber ich werde es auf ein Minimum beschränken heute. Und ja, mal gucken. Ich schalte einfach ein, wenn es wieder interessant wird. Ne? Jetzt ziehe ich erstmal oben meinen Tee trinken und kurz nochmal auf den Pott und dann komme ich runter. So, eine neue gebrauchte Laufrad. Das alte ist nicht mehr voll. Sieht nicht so toll aus. Das ist besser. Ja, so muss es sein. Das haben wir mal rausgeholt hier. War eine drin. So, jetzt kommt ein neuer Schlauch rein und dann. Dann sind wir schon glücklich. Tja, nur Rinder. Pumpe. Pumpe. Machen wir hier. Ja,
keine. Bremsbelag noch, wenn er nachher kommt. Holt Bremsbelag ein und sofort. Wieder mal Bremsbelag, der muss eigentlich gewechselt werden. Aber wir probieren erstmal. Ob es funktioniert mit Wegschneiden. Schlauchwechsel an einem Fixie in Echtzeit. Es geht los ab jetzt. Fangen wir mal an. Vorderrad raus. Hammer. Vorderrad haben wir raus. Ohne Schnitt, ohne Cut. Einfach durchlaufen lassen. Ah, Mensch. So, haben wir offen. Den holen wir weg. Kommt der Müll. Der Tornhof. Das wird kontrolliert. Kommt ein bisschen Talkum rein. Dieser Fussel, der ruckt mir Zeit. Sicherungs Mutti Ruff, Sicherungsring Ruff. So, jetzt kommt der ganze Angebot. Sind wir eigentlich fast fertig? Aufpumpen? Wie haben wir denn? Ach, 4 Minuten fehlt noch, ne? Suchen wir die Pumpe. Pumpen wir gemütlich auf. Eigentlich habe ich es nicht. Thank you.
Fertig. Käppchen ruf. Und stopp. Jetzt haben wir 5 Minuten fast. 4,5 Minuten. Alles gut. Sein. Fixi. Wie er so schön sagt, das geilste Rad auf der Welt. Da haben sie schreiben, meine Fenster ausgenommen im Wohnzimmer. Wir wollen da Schlafzimmer oder Fenster raus. Habt ihr noch Pilzfenster oder was? Ja, klar, ja, aber wo sind im Schlafzimmer und im Wohnzimmer? Alte Holzfenster noch. Selbst der Abo, der mit dem muss er pinseln. 48 Fenster muss er machen. Aber vorne habt ihr Plastik. Ja, aber ja, wo ist Küche und Badezimmer. Und dann ist noch Holz. Oh, mir war das so, ja. Ja. Kriegt da richtig Geld, wa? 48 Fenster pinseln? Ist ja nachher, ist ja der Hauseigentümer, sein Freund sozusagen, der Rumäne, wisst ihr, dass die Treppen runter. Ob der hier auch die Küche dafür, weiß ich, keine Ahnung. Und das sieht mir auch gar nicht. Ich hab gesagt, ja, so ein Pinseln kommt oder was, weiß ich nicht. Naja. Naja. Ich bin heute Mittag schnell einholen vom Mittag. Und dann haben wir einen Mittag gegessen. Ja, dann haben wir mit einem halben Stück hingelegt, der Club da hat den Pinsel rausgenommen und schläft er ab und den Pinsel da, naja, 2 Tage später oder 3 Tage macht er nicht wieder Wind. Da schließt du jetzt ohne Fenster in der Wohnung, oder? Nee. Ich habe ein Doppelfenster. Ah. Ein Fenster hat er raus. Ja. Tote Hose jetzt, war bei dir, wa? Ja, ist nicht los. Es war Mittag, sah so schön aus, wa? Ja, Mann. Da hat die Sonne geschienen. Ja, nicht aufgefallen. Heute Morgen war auch schon schlimm. War doch auch schlecht Wetter. Wir lassen Rentner arbeiten. So sieht das aus. Gibt Rentner eine Aufgabe. Unser neues Programm für Neukölln. Das ist der Kramer auf dir. Der Wolfgang Fieck. Ja. Gib Rentnern eine Aufgabe. So ist das neue Programm von Tommy. Ja, hast du gut gemacht. Bitte. Ja. Guck mal, wie das ist. Was gut ist. Ja. Wolfgang, so Feuerwehr für heute erledigt. Ich hab das früher ja nicht. Was ist da? Ich hab früher ja nicht. Kalte Füße und geht nach Hause. Das ist ja wieder typisch. Sobald Arbeit kommt, ist man von allen in Stich gelassen. Zwei Stunden warte ich hier, nichts passiert. Dann eben mal. Willst du mit der Frau hochgehen? Vielleicht einen Kaffee trinken, wäre ja auch mein erster heute oder so. Aber nee, dann kommt Arbeit. Ist das nicht toll? Ich freue mich. Reparaturen sind und bleiben aufwechselnd. Ja.
an die 100 Jahre alt. Na gut, Entschuldigung. Tja, Worte zum heutigen Tage. Finde ich gerade keine. Fällt mir nicht ein. Was soll ich sagen? Bis jetzt ist es recht trüb. Da kommt auch nicht mehr so viel, wahrscheinlich, vermutlich. Morgen kommt meine angekündigte Vermietung. Also ein schönes Wetter hatten wir das ja wirklich nicht. Also zumindest in Berlin. Fahrradwetter oder so. In dem Sinne schönes Wetter. Die ganzen schönen Wetterfahrer, die sind alle weggefallen. Dieses Jahr. Na mal gucken, was nächstes Jahr. Was das nächste Jahr uns bringt. Ist ja furchtbar. Jo, das habe ich jetzt fertig gemacht. Jetzt ist wahrscheinlich wieder Pause für 2 Stunden. Jetzt sieht man nach oben. So. Und holen mir meinen ersten Kaffee heute ab. Um fast um 5. Mensch, das ist ja ein Gebimmel hier, wenn man einmal oben ist. Nee, das ist 9. 9? Ja, deswegen brauche ich ja nicht zu hoch. 9. Einmal 9. Oh, 2. 2x9? Ja, weißt du, weil das ist die alte französische Bremse. Du musst von vorne, ich muss ziehen. Das ist ganz scheiße, einfach. Kakalaka. Danke. Ja, ist man einmal oben, dann bimmelt es hier überall. Thorsten. Kriegt gar nicht mit. Boah, das ist ja schlimm. Die gute Frau hat den Zug neu verlegt, selbst und am falschen Ende gespart, wie sie jetzt erkannt hat. So, ich kann einfach nicht. Hä? Und schon dann noch. Ja, fahr vorsichtig. Ja, aber ich hab keine Zeit. Hier muss dann 2 sein, weil ich jemanden ziehe als Scheißbremse. Eieiei. Hm. Naja. Ciao, ciao. Fakt ist, die gute Frau hat am falschen Ende gespart. Die hat einfach mal selber sich die Bremse angebaut. Und ja, das ist natürlich kakalaka. Dann hat sie das falsch abgelenkt, so dass hier dieser Pinöpel, dieser Puppel, schön schleift am Bremszug. Der muss natürlich frei laufen. Dann muss man so ablenken, dass da nichts im Weg ist. Dann geht das. Hat sich gewundert, oh, es funktioniert gar nicht, ist alles neu, ich weiß gar nicht. Ich habe da gar nichts falsch gemacht. Na, dann schauen wir doch mal. Meint er, da hat sie wohl am falschen Ende gespart. Kann man ja auch selbst machen, aber wenn man diese Kleinigkeiten nicht achtet, wenn man es einfach nicht weiß. Ja, dann kann sowas mal passieren, ne? Dann musst du manchmal eine Sache 2-mal machen. Also. Den Zug innen drin, weiß ich gar nicht, ob ich den noch erneuern soll. Schau mal, wie weit ich komme. Also die Seele selber muss ich auch neu machen. Ist natürlich schon breit gequetscht. Kriegt man nicht mehr durch. Schade. Kann man kürzen, kann man auch für vorne nehmen. Aber das war's. Ist ein paar Knicke drin hier.
nicht mehr wirklich. Ja, so ist es. Einmal neu. Das ist besser. Alles neu. Alles gut. Hey, verkaufen Sie Ihren Hebel für die falsche Seite? Also, so ein Schwachsinn. Also wirklich. Sind ja auch bekloppt, alle. Dadurch. Dadurch. City 100. 100 mal City. Was auch immer das heißen mag. Gucken wir mal, ob der alte Jo. Jetzt holen wir noch einen neuen Bogen. Das ist der neue Bogen. Ja, flexibler Bogen. Das sollte jetzt noch besser flutschen. Also mit dem anderen, das funktioniert nicht. Ja, das merkt man gleich. Ja, für mich nicht, ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Kein Geld. Kein Geld. Hallo. Hallo. Was darf sein? You have technic service or big service? Yeah. What do you need? The change stuff. I know it's change, but it's... I need to change the tube. The tube. Camera. Camera. A hole. Yeah. It's okay. It's 17 euros to change it. Gut. Ah, haben wir ja hinbekommen. Jetzt kommt dieses Kakerlaka Decathlon-Rad hier ran. Gucken wir an. Jetzt ist so nach Spezialmaß aus. Aber 26 Zoll drin. Muss ich mal schauen. Was ist das denn? Was ist das für eine Größe? Ich baue mal aus. Ist das schon verbogen hier? Was ist das denn? Ist das ein Mikro-Hut oder was? Moin! Ja. Kriegst du was von mir, Mann? Ja, 8 Euro. Mhm, ich hab auch noch gleich was anderes. Was nur noch? Förderbremse hier, Handbremse, Blockierring.
Geht noch nie. Auch nur eine Seite. Eieiei. Na, das ist ja wohl ein Witz. Wie soll ich denn das reparieren? Schlauchwechsel. Das krieg ich wohl nicht mehr hin. Also da ist wohl ein neuer Mantel fällig. Den habe ich natürlich nicht da, ein 26 Zoll Face. Das habe ich nicht. Ja. Ich schraube ihm jetzt einen neuen Schlauch ein und werde ihn darauf hinweisen, Mantel ist in naher Zukunft zu wechseln. Thorsten sagt gerade, er hasst diese Räder. Ja, also doll sind sie wirklich nicht. Billig Mokes, okay, das ist echt nicht toll. Oh. Alle nicht so berauschen. Schaltung funktioniert ja nicht. Das ist ja schlimm. Nicht weiter kontrollieren, ich würde mal sagen, das ist fertig. Wir geben das einfach ab. So. Hier ist ein kleiner 8 drin, die nehme ich raus. So ein bisschen freier wird. So lassen wir es jetzt. Ja, von wegen, das passiert heute nicht mehr. Ein Holländer ist gekommen. Oi, 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 oi. Das ist ja wieder eines meiner Lieblings-Opiaden, Holland-Räder. Mit dieser wunderschönen, komplizierten Geschichte hier hinten mit dem Kettenkasten. Der ist aber total durch. Voll verrostet. Durchrostet zu herrschen. Ah, naja, ich baue es mal aus. Gebraucht. Ja. Ja. Von Echo. Also. Nordco, Echo. Das ist natürlich gut, das war. Na, eben habe ich gesehen, für 500 Euro. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das könnte ja eventuell noch was sein. Und dann war das damals 26 Zoll gewesen und der hat nur den Rahmen verkauft. Aber war ein letztes Fahrrad abgewichtet. Ja, zum Verkauf steht nur der Rahmen. Steht dann immer am Ende irgendwo. Das muss man schon genau lesen, oder? Mhm. Wenn sie gnädig sind, geben sie noch einen Steuersatz mit dazu. Naja. Aber auch nur, weil sie nicht rauskriegen oder sowas. Oder Tretlager. Rahmen wird mit Tretlager verkauft. Tretlager total am Arsch und total versucht rauszudrehen, überall alles kaputt. Ja, was ist das? Ja. So, liebe Leute. Thorsten versaut mir generell die Videos mit seiner Schleiferei. Achso, das hört man gerade. Ja, ja, das ist furchtbar. Der Dennis Gould. Trocken. Klo. Ja. Dennis hat so richtig Langeweile jetzt. Trockenklosett. Der Google Trockenklo. Na Mensch. Mhm. Trockenklosett, 179 Euro. Das hat er schon verarschen lassen. 10.000 Euro. Das ist ja wirklich ein trockenes Klosett, meinen die, oder was? Ohne Anschluss. Ja, kostet schon 139. €10.000? Oh, Trockenklosett. Ja, genau das meinte ich. Kannst du mit der Sparkasse erstmal reden? Bitte reden Sie mit der Sparkasse, wenn Sie Geld zu viel haben.
Komposttoilette musst du mal einnehmen vielleicht. Komposttiertoilette oder so. Das ist schon wieder was anderes. Was gibt's hier auch? Mit Katzenstreu. Ja, du machst doch jetzt 10.000 Euro weg. Was willst du denn mit 10.000 Euro? Das ist für ein Quatsch. Dennis will 10.000 Euro Toilette jetzt. Nimm mal einfach eine Toilette für 10.000 Euro. Googles einfach Toilette und teuerste zuerst. Genau. So, würde ich das machen bei eBay? Ich würde bei eBay Toilette einnehmen und dann die teuerste zuerst. Und dann mal gucken, was kommt. Dann würde ich mal überraschen lassen. Toi. Ja. Yeah. Das ist gut. Das macht der echt so. Teuerste Toilette. 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 Komm, wahrscheinlich so. Ich gehe hier rein. Bis extravagant. Finden Sie das passende WC? Ja. Ah, der goldene Scheißhaufen. Da voll die Weibermünder, wo du rinpisst. Das ist ja sehr abgefahren. Naja. Ja, hier ist wahrscheinlich ein. Tut mir leid. Guck nach teuren Toiletten. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Das muss aber so ein Dit sein. Naja, nicht schlecht. Sprengung, Toilettensprengung. Da, da ist doch da, der Pappkarton mit dem Deckel. Ja, stimmt, du hast recht. Lobetrotter-Toilette. Also teure Toiletten gibt es nicht. Vielleicht finden wir noch was. Toilette. Toilette kaufen. Kaufen. Kommt die Sache näher, wir haben sie schon bei Torf gelandet. So, jetzt sehen wir auf Bilder, nur Bilder. So, jetzt kannst du mal gucken. Eine schöne, teure Dorftoilette. Das sieht alles unappetitlich aus. Die Designpreise haben sie nicht gewonnen für die Dinger. Juhu, wir haben die Farbe gefunden. Eine Torftoilette, Torftoilette, Torftoilette. Und mir ein Hummermesser. Aha. Bei Torftoiletten. Ah, damit kannst du denn die Kacke aus dem After rausperlen. Urin only. Das ist ja toll. Oh weia. Shopping. Haben sie mir denn da erzählt? Ja, wir haben ja ein Haus verkauft, wa? Aber die Toilette, die ist so richtig. Dafür die Toilette musst du noch 5.000 extra zahlen. Naja, gut, ich kann noch nie gesehen. Was ist das? Dorftoilette? Hä? Kann doch nicht wahr sein. Ach. Ja, eine kurze Reimtür, ist das in Ordnung? Ja, macht mal. Aber natürlich. Ach ja. Der alberne Typ mit dem Bart? Den kenne ich nicht. Ja, wo kann er denn wahr sein? Ach, der? Den kenne ich nicht. Ach, hier, kick an. Da. Ah, da, wo ist er denn? Freitag, der 13. Das ist die Zukunft, habe ich vorausgesagt. Aha. Freitag, der 13. Ist dann in 2 Tagen soweit. Jetzt kommt Kundschaft, jetzt alles voll der wieder. Wo ist das? Hallo? Herr Müller, ach, hallo, die zwei von der Fahrradstelle. Hallo. Oh, wie geht's, wie steht's? Oh, geht so, geht so. Gut, da kommt jemand, da ist gleich einer, da ist er. Da, wer ist denn das? Ah, Wahnsinn. Jetzt haben wir drauf gewartet die ganze Zeit. Wer ist denn das? Der Robert? Ich live action hier bei euch. Ah, geht so richtig ab. Du hast es noch nicht geleaket. Das ist ja unglaublich, es hat noch keiner geleaket. Na, das ist das. So. Beide jetzt Material. Dann sehen wir uns morgen. Mein Hut ja auch. So, also tschüss, bis dann.